Guten Morgen, meine Damen und Herren vom Flughafen. Es ist 7.35 Uhr, seit 4 Uhr wach. Es geht bald los. 8.50 Uhr. 4.30 Uhr. Es geht bald los. Der erste 6-Stunden-Flug ist um und wir sind in Doha in Katar gelandet. Wir haben jetzt ein bisschen Layover, 2 Stunden. Und dann geht es weiter. Wir schlendern hier gerade so ein bisschen durch den Duty-Free-Bereich durch und dann geht es in 2 Stunden weiter. Mal gucken, was es hier alles so gibt. Also an Geschäften gibt es hier so einiges. Kommst du an den Flughafen an? Dann kannst du Simulator fahren. Und dreimal dürft ihr raten, das ist wie Wheelbase. Genau. Ey, die haben halt einfach mal den kompletten Garten des Flughafen. Wie krass ist das denn, ey? Oh, 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 oh. If there was war nur ein Isabel-Garten, holy moly, Junge. Abgefahren. Es gibt halt einfach so einen Spielplatz hier auf dem Flughafen. Lena hat's heute eilig. Die muss rasant zum Gate. Für uns geht es jetzt auf jeden Fall gleich weiter. Wir gehen zum Anschlussflug, nachdem wir jetzt ein bisschen was gegessen haben zusammen. Also wir hatten Sushi und ein bisschen, ich hatte Curry Chickens. Die Preise sind hier ganz schön geil. Also wir hatten 44 Euro für echt eine Menge Essen und dreimal Getränke. Fand ich schon ziemlich solide. Schon ein Erlebnis, könnte man sagen. Aber wir haben jetzt in 10 Minuten Boarding und dann geht's los nach Bahrain. Also klimatechnisch, ne? Ist schön warm, muss ich sagen. Wir sind jetzt angekommen und es ist doch gar nicht so einfach, hier einen Uber zu bekommen, weil ich kann irgendwie mit meiner Kreditkarte nicht zahlen, ich kann mit PayPal nicht zahlen. Ich musste gerade 10.000 Bahrain-Dinar abholen, damit ich das Bar bezahlen kann, dass wir ins Hotel kommen. Oh ja. Hi, wir sind jetzt in Bahrain angekommen und das hier ist das Hotelzimmer und schaut selber. Also hier ist eine Gästetoilette drin. Hier ist eine Küche, die hier auch noch mit so drin ist. Das hier ist so der Flur und dann kommt man hier so ins Schlafzimmer. Hier ist Fernseher, HDMI-Eingang, also das ist völlig crazy mit Ausblick auf die Stadt so. Und dann, wenn wir jetzt mal hier reingehen, hier ist dann noch so ein bisschen Ablagefläche, ne, zum Aufhängen, also Garderobe. Und das hier ist das Badezimmer. Also mit einer mit einer riesigen Badewanne und Whirlpool-Funktion. Das hier ist die Dusche und hier ist das Klo. Aber wartet mal kurz, weil hier vorne ist auch noch der Wohnbereich. Das ist für die nächsten 4 Tage das Hotelzimmer. What the fuck? Schönen guten Morgen, es ist 8.30 Uhr. Der Tag kann beginnen. Bisschen chillig mit ihm machen. Wir haben jetzt Frühstück gegessen und dann kriegen wir gleich eine Tour durch Bahrain. Bin sehr gespannt. Das werden sehr viele Eindrücke. Let's go. It looks so pretty.
unsere Tour ist vorbei und es geht zurück ins Hotel. Das war ein richtig geiler Tag heute. Das hat so viel Spaß gemacht. Wir müssen jetzt ein bisschen zu Fuß gehen, weil bei uns irgendwie vorm Hotel, also da ist unser Hotel und hier ist irgendwie immer Stau. Also gestern Abend schon und heute wieder. Aber glücklicherweise können wir einfach zu Fuß gehen, das kleine Stückchen. Lasst uns ins Zimmer. Jeder gute Tag fängt im Hotelzimmer an, würde ich sagen, oder? Tag 3. Es geht zur Rennstrecke. Das ist lokale Zeit ist 9:01. In 20 Minuten geht's los. Und dann geht's zur Rennstrecke. Bevor Fragen aufkommen, der weiße Bart, das ist Sonnencreme. Ich lasse sie noch einziehen. Auch mein Bart muss geschützt sein, sonst bleicht er aus. So früh brauche ich noch keine grauen Haare im Bart. Die Sonne sieht, es sind 36 Grad und wir sind an der Rennstrecke. Die Pässe sind geladen, es geht los. Am Ende der Season wird ein Fahrer oder es verlässt ein Fahrer das Team und als Überraschung kriegt er ein Teamfoto. Nachdem wir jetzt die Einführung gekriegt haben von Peugeot, was heute alles so los ist und was wir machen dürfen, gucken wir uns noch mal ein bisschen das Paddock an und die VIP-Lounge oben und die andere Seite von der Strecke und dann fahren nebenbei noch ein paar Porsches durch die Gegend. Es wird gut. Jetzt geht's erstmal zum Pitwalk. Rein in die Pitbox. Nachdem wir jetzt Pitwalk gemacht haben, ist jetzt Gridwalk. Und wir gehen jetzt durch die Peugeot-Box rauf aufs Grid.
Also Rennstart ist jetzt durch und wir fahren jetzt auf einen kleinen Trip in eine Wüste. Ich weiß noch nicht, was uns erwartet, aber lasst uns mal loslegen. Ein kleines Päuschen hier, gib mal Essen nach der Offroad-Tour und danach geht's in die Garage nach uns. Aber erstmal Essen. Es gibt Tiramisu und Pfirsich-Crumbles. Ich meine, ich hatte davor auch was, aber ich wollte mein Essen nicht. Jetzt geht's rein in die Pits nach dem Essen. Also wir kriegen jetzt noch eine Pitlane-Tour. Ich hoffe, dass wir wieder einen Stopp haben wie in Le Mans, dass wir den Stopp begleiten können. Das wäre geil. Ich habe gerade einen halben Herzinfarkt gekriegt, weil meine Dateien auf der Speicherkarte bei der Kamera komplett kaputt waren. Und die Karte war nicht mal voll. Jetzt musste ich natürlich jemanden fragen, ob er das mal runterziehen kann und wieder raufziehen kann. Und ich natürlich keine weitere SD-Karte da gehabt. Jetzt hat mir jemand von Peugeot ausgeholfen, nachdem wir jetzt eine halbe Stunde hin und her kopiert haben und jetzt geht alles wieder. Wir haben nochmal so einen kleinen Zwischenstopp. Lass mal schnell gucken, wie hier das TV-Signal zu euch kommt. Das ist richtig crazy. Also Abfahrt, eine Golfkarte und los.
den Programmdirektor anguckt, in dem Hauptraum, der ist zuständig für 30 Kameras, spricht alle Kameras einzeln an. Und dann gibt es noch Segmente, die machen den Ton. Da gibt es Segmente, die kontrollieren vor. Da gibt es Segmente, die machen Einheit. Da gibt es einen eigenen Raum, den du hier sehen kannst für Onboard-Kameras. Da gibt es noch einen Raum, die machen nur Videos für Hersteller. Und da gibt es noch einen Raum, der kümmert sich nur um Werbung für Sponsoren. Das ist völlig abgefahren, was hier passiert. Und dieses Videosignal zu dir ist kriegen. Also, danke an die Stelle, dass mir das mal sehen durfte. Ist übrigens noch nicht vorbei. Das Rennen geht noch 1,5 Stunden. Und wir machen jetzt einfach noch mal so eine Special Tour um die Strecke rum. Gucken uns jetzt noch ein bisschen was an, ne? Wir sind oben. Toyota P1, P2, Ferrari G3, Peugeot leider nur ein bisschen weiter hin. Rennen ist gerade vorbei. Wir gehen gleich noch zur Siegerehrung. Mal gucken, was da alles so geht. Ich bin sehr gespannt. Racing by Conway Kamiyoshi and Jose Maria Lopez and the
50 Ferrari und Antonio Fuoco, Miguel Molina and Niklas Nielsen. Congratulations, gentlemen. And now let's celebrate with champagne! Ich hab, glaube ich, ein bisschen das Ende für den Tag jetzt. Die Foto zu machen vom GDE Podium. Das letzte Podium. Ich habe die zweite Karte voll gemacht. Das heißt also, das perfekte Ende für den Tag.